Herzlich willkommen zu dieser Sonderlandesmedienkonferenz hier im Pressesaal des Landhauses 1. Benvenuti nella sala stampa di Palazzo Widmann per questa conferenza stampa straordinaria a Bolzano. Saluto il presidente della provincia Arno Kompatscher e i due vicepresidenti Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider. Abbiamo un unico tema, il nuovo disegno di legge per confrontare la malattia Covid-19. Parleremo prima in lingua tedesca e ladina, poi italiana e alla fine risponderemo alle domande. Ich begrüße Landeshauptmann Arno Kompatscher und seinen Stellvertreter Daniel Alfreider hier und links von aus ihrer Sicht Giuliano Vettorato. Das einzige Thema heute ist das Landesgesetz, das die Landesregierung heute besprochen hat und nun dem Südtiroler Landtag zur Entscheidung vorlegt. Wir werden also aus erster Hand erfahren, wie sich die Landesregierung diesen Neustart in Südtirol vorstellt und wann der Landtag sich damit befassen wird. Das Wort nun an Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Wir haben uns heute in der Landesregierung eben mit diesem Gesetzentwurf befasst. Wir haben die verschiedenen Szenarien natürlich auch abgewogen. Wir haben das, was auch auf technischer Ebene vorbereitet worden ist, das, was es in Italien auf staatlicher Ebene gibt, in den verschiedenen Regionen, was vor allem auch in Österreich, Deutschland, in anderen europäischen Staaten an Vorgangsweisen vorhanden ist, bewertet und versucht, in Anbetracht vor allem auch aufgrund der spezifischen Situation in Südtirol die bestmögliche Lösung zu finden. Denn selbstverständlich haben wir bei unserem Gesetzentwurf der epidemiologischen Entwicklung in Südtirol Rechnung getragen. Das ist eben ein Rezept für Südtirol. Das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, jetzt in dieser Phase 2 braucht es regionales Vorgehen, weil jetzt muss man eben entsprechend der jeweiligen Situation auch Maßnahmen setzen können. Ganz wichtig, da waren wir uns in der Landesregierung alle einig, es geht hier nicht nur um das Wann, also wann wird jetzt alles endlich wieder geöffnet, sondern es geht vor allem um das Wie. Und somit enthält das Gesetz einen umfangreichen Katalog an Schutzmaßnahmen, die zu ergreifen sind, damit die verschiedenen Dinge, die wir hier vorsehen, umgesetzt werden können. Und das betrifft die wirtschaftlichen Aktivitäten genauso wie die gesellschaftlichen, also wie die persönlichen Freiheiten. Wir haben hier also einen Ansatz, der ganz klar auf dem Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung aufbaut. Wir vertrauen den Südtirolerinnen und Südtirolern. Wir trauen es unserer Gemeinschaft zu, dass wir mit dieser Situation gut umgehen können, dass uns allen bewusst ist, diese Rückgewinnung der Freiheit hängt genau davon ab, wie verantwortungsbewusst wir vorgehen. Sonst müssten allenfalls dann wieder restriktivere Maßnahmen getroffen werden. Worum geht es jetzt konkret? Zum einen, ja, tatsächlich um die Bewegungsfreiheit. Es wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, das ist dann voraussichtlich, das hängt jetzt vom Landtag ab, natürlich, ob wir im Landtag auch entsprechend die Mehrheiten finden, ob das so genehmigt wird, das entscheidet ja dann nicht die Regierung, sondern der Landtag insgesamt. Es wäre möglich, am 7. Mai die entsprechende Entscheidung zu treffen. Somit könnte das Gesetz theoretisch am 8. Mai in Kraft treten. Und damit hätten wir dann eine Situation, laut unserem Vorschlag, dass man in Südtirol sich wieder frei bewegen kann, ohne jegliche Notwendigkeit einer mitgeführten Selbsterklärung in schriftlicher Form oder was auch immer. Also, dass man überall in Südtirol hingehen, hinfahren kann und dass man dabei halt Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen muss, das heißt Schutz von Mund und Nase, wenn man andere Menschen trifft, Abstand, die Abstandsregeln, die im Gesetz dann genau beschrieben sind. Das ist es, also wir sagen jetzt, verhalten wir uns verantwortungs- bis vorsichtig und bewegen wir uns entsprechend frei, können in eine andere Gemeinde, können andere Menschen auch treffen, können auch andere Menschen besuchen, aber es muss dann eben Abstand und Sicherheit gewährleistet sein. Das zum einen, das andere ist die Frage der Freizeitbeschäftigung. Es wird individueller Sport grundsätzlich möglich sein, auch mit Inkrafttreten des Gesetzes. Also nicht nur Joggen und Radfahren, sondern jede Form des individuellen Sports im Freien. Allerdings sportliche Wettkämpfe sehen auch wir jetzt in dieser Phase noch nicht vor. Das muss gleich dazu gesagt werden. Genauso nicht wie öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsbeteiligung oder ähnliches mehr. Das ist eine Frage, die zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden kann. Was die wirtschaftlichen Aktivitäten anbelangt, so ist es ganz wichtig, dass man mit
Inkrafttreten dieses Gesetzes dann auch alle Handelstätigkeiten wieder aufnehmen kann, also immer am 8. Mai voraussichtlich, so sieht es der Gesetzesentwurf vor. Auch alle Produktionstätigkeiten in Industrie, Handwerk und Handel, also alles auch, was das produzierende Gewerbe, die produzierenden Tätigkeiten anbelangt. Wir haben für die Dienste an Personen, zum Beispiel Friseure, Schönheitspfleger, Barbiere, für diese Dienste den 11. Mai vorgesehen, also unmittelbar danach. Es braucht ja wahrscheinlich auch die Vorbereitungszeit, um sich auch an die Sicherheitsvorschriften entsprechend halten zu können. Genauso für die Gastronomie. Und das wird für viele doch eine wichtige Botschaft sein, auch im Sinne eines Bar- oder Restaurationsbetriebs, immer natürlich mit den im Gesetz vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen, die spezifisch auch für die jeweiligen Tätigkeiten festgelegt sind. Auch künstlerische und kulturelle Tätigkeiten können wieder aufgenommen werden, so zum Beispiel eben auch die Museen dann wieder öffnen oder auch die Bibliotheken, wo man eben entsprechend dann wieder Bücher entlehnen kann. Und auch hier gibt es die spezifischen Sicherheitsvorschriften. Am 25. Mai schließlich sollen auch die touristischen und die Beherbergungstätigkeiten prinzipiell wieder möglich sein. Wir sind uns bewusst, dass dort touristisch noch sehr wenig dann stattfindet, zumindest was Bewegung von außen, denn das wird es nicht geben. Aber es können sich dann die Betriebe jetzt schon darauf vorbereiten, dass es eben auch im Prinzip diese touristische Tätigkeit wieder gibt. Wiederum unter Einhaltung, also auch die Hotelierstätigkeit wieder unter Einhaltung spezifischer Vorschriften. Wir haben für die anderen Bereiche hingegen die Verweise auf die geltenden Bestimmungen, wie sie auch sonst im Staatsgebiet gelten. Also zum Beispiel Schwimmbäder dürfen weiterhin nicht betrieben werden, auch andere Dinge wie eben Sporthallen und ähnliches mehr. Denn auch wir glauben, dass es noch zu früh wäre, bestimmte Dinge zuzulassen. Wir wollen jetzt die wirklich auch notwendigen für ein Wiederstarten des Wirtschaftslebens und des Gesellschaftslebens notwendigen Maßnahmen setzen. Aber wir müssen auch gleichzeitig vorsichtig sein und Schritt für Schritt vorgehen. Ganz, und damit schließe ich, ganz eine große Herausforderung wird jetzt in dieser Phase aber die Vereinbarkeit dieses Wiederaufnehmens der wirtschaftlichen Tätigkeit mit der Familie. Denn wir haben weiterhin geschlossene Schulen, wir haben weiterhin geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen, öffentliche, also Kindergärten und Kitas. Und das bedeutet für ganz, ganz viele Familien eine Riesenherausforderung. Das ist uns in der Landesregierung alle bewusst. Das ist neben der Frage der Sicherheit die schwierigste und wichtigste Frage. Wie schaffen wir jetzt in dieser besonderen Situation, wo wir es sonst ja auch kaum schaffen, jetzt Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen? Und wir haben uns bemüht, in diesem Gesetz Dienste und Maßnahmen vorzusehen, die hier bestmöglich Hilfestellungen leisten können für die Familien und sind uns bewusst, dass es zufriedenstellende Lösungen für alle nicht geben wird, weil diese Situation wirklich eine fast unlösbare, wenn nicht ganz unlösbare Herausforderung in dieser Phase jetzt ist. Aber wir sehen bereits vor, dass es eben wieder Kinderbetreuungsdienste geben soll, Schritt für Schritt dann auch in den Sommer hinein. Wir müssen das mit den Sicherheitsbedürfnissen in Einklang bringen und eben darin besteht jetzt die große Herausforderung und auch darin, dass wir genügend Personal, Mithilfe haben und hier sind alle gefordert. Die gesamte Gesellschaft, also auch wir als Familien, Privatpersonen, die Familie selbst, die helfen kann, aber dann auch Vereinigungen, Organisationen, das Ehrenamt und genauso natürlich die öffentlichen Dienste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Damit schließe ich und gebe weiter an Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider, der natürlich neben einigen Dingen zum Gesetz im Besonderen auch auf den öffentlichen Personennahverkehrsdienst eingehen wird. Ja, danke vielmals. Die Phase 2, wie schon vom Landeshauptmann Arno Kompatsch angekündigt, wird natürlich eines vor allem auch mit beeinflussen, und zwar die Bewegung. Und da stellen sich natürlich sehr viele Fragen, wie kann man sich in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten bewegen in Südtirol. Wir haben ein sehr kapillares Verkehrssystem des öffentlichen Personennahverkehrs. Das heißt, wir haben Busdienste, wir haben Zugdienste, die in den letzten Wochen drastisch auch zurückgefahren worden sind, weil natürlich die Menschen sich nicht mehr bewegen konnten, weil die Aktivitäten eingeschränkt worden sind. Jetzt natürlich gilt es, die nächste Phase vorzubereiten. Und da haben wir in den letzten Wochen
zusammen mit den Konzessionären, zusammen vor allem mit den Gewerkschaften und allen Technikern und Beteiligten in der Mobilität jetzt den Plan für die nächsten Wochen vorbereitet. Wir werden wegen den Sicherheitsvorkehrungen und wegen den Abständen, die eingehalten werden müssen, natürlich einige Szenarien aufgestellt, wie eben die Dienste zur Verfügung stehen sollen. Das heißt, wir werden nach diesem Zurückfahren der Dienste jetzt wieder ab dem 4. Mai zum schulfreien Werktagsfahrplan zurückkommen. Das heißt, die Dienste werden wieder erhöht, vor allem um eines zu gewährleisten. Das, was vorhin schon gesagt worden ist, die Eigenverantwortung, damit die Abstände und die Sicherheit gewährleistet werden kann auf unseren Verkehrsmitteln. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir eben die Sicherheit auch auf den Bussen und Zügen gewährleisten können. Dafür wird es Einschränkungen geben. Es wird eine begrenzte Personenzahl auf den Bussen und auf den Zügen geben. Es wird eine ganz klare Informationskampagne starten, wo eben die genauen Verhaltensregeln definiert werden. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Es ist ganz wichtig, dass wir uns an diese Regeln halten, damit wir eben die Ansteckungswelle so gut wie möglich eben in den Griff halten können. Ansonsten wird es, wie schon Landeshauptmann vorhin gesagt hat, auch wieder Maßnahmen geben müssen, die einschränken das hin. Das heißt, ganz, ganz wichtig, auch auf den öffentlichen Verkehrsmitteln, bitte diese Vorkehrungen und diese Verhaltensregeln einhalten. Es gilt natürlich Mund- und Nasenpflicht, also Pflicht, die Mund und Nase zu bedecken. Es werden ausgewiesene Plätze definiert werden und es gilt natürlich der Mindestabstand auch auf den Bussen und auf den Zügen. Es ist wichtig und es ist auch ein Appell, den wir heute stellen, bitte registrieren Sie sich beim Südtirol-Pass. Es ist eine Chance, die Fahrkarten bereits im Vorfeld zu kaufen, eben über den Südtirol-Pass, damit Sie kein Ticket direkt auf den Bussen kaufen müssen. Es ist weiterhin nicht erlaubt, eben die Tickets auf den Bussen und auf den Zügen zu kaufen. Das heißt, bitte kaufen Sie Ihre Tickets oder den Südtirol-Pass schon im Vorfeld. In der Mobilität generell wird es einige Änderungen geben, nicht nur in den nächsten Wochen, sondern vor allem auch in den nächsten Monaten. Wir haben die Chance in Südtirol hier uns auch neue Mobilitätsformen anzudenken, mit den Gemeinden zusammen neue Konzepte auszuarbeiten. Und hier wird auch das Fahrrad eine wesentliche Rolle spielen. Es wird auch ein Sonderpaket geben, was die Fahrradmobilität anbelangt. Hier starten wir ab der nächsten Woche mit einer Mobilitätsumfrage. Da bitten wir Sie auch, da mitzumachen, damit wir gemeinsam die Mobilität der Zukunft und die Chance nutzen, auch der Phase 2, um eine Mobilität für Südtirol bestmöglich schon heute zu erarbeiten. Es ist auch eine Chance, die wir hier nutzen sollten, gemeinsam die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Alle Informationen über die Fahrpläne gibt es weiterhin online auf der Südtirol-Mobilseite. Bitte schauen Sie da drauf. Alle Pläne werden dort aktualisiert. Die derzeitigen Fahrpläne auf den Bus- und Zughaltestellen sind natürlich nicht immer aktuell, weil wir eben die Dienste jetzt sukzessive wieder hochfahren werden. Also einfach online auf der Internetseite südtirolmobil.info nachschauen. Pour Badiot et pour Lading. Un salut insta per mir da per il presidente da tutta la giunta chic savez du chkanch un in que délibéré que na proposta de legge que sera sein inst conseil provincial o la chagunda defini pour ce tirol na la linea que rund tot la fase 2 alena gran tematica alena tematica in attualmente con Roma in una questione in politica attualmente ma per noi è il dato fondamentale che Südtirol weiß a poter definire da me cune schele attività che popiaia al strata nia de cancan popiaia che il presidente ha detto intanto ma al strata sura dut coc pudum piaia cune misure che giunga defini pur pudai in doppia con nostre attività pur pudai in doppia con nostra lavoro e sura dut inch les misures che necessarias pur nostre famiglias.
una realtà che è più attremante che cala a livello nazionale, perché è importante che noi tutti questa decisione di fare una legge provinciale e adum in quel Stato, naturalmente teniamo in ant il rapporto con Roma e la condivisione in quelle misure, ma è importante che la realtà del Sud Tirol venga definita a questa maniera per cercare soluzioni migliori per la fase 2 e cercare che il lavoro e le attività poi in doppia via. Naturalmente con una condizione principale, teniamo in ant alle misure. De questa strada che è sull'unto Sud Tirol sarà mai da tenere se teniamo in ant con responsabilità alle misure che vengono date d'ant. Calodì teniamo in ant la protezione, teniamo in ant le distanze e soprattutto le attività se teniamo in ant a quelle misure che vengono definite in questa legge. Questo è importante proprio per poter piegare con le nostre attività. Per ciò che riguarda il trasporto pubblico, naturalmente il detendant in Cilò cercherà di aumentare la disponibilità del trasporto proprio per garantire la massima sicurezza sui zucchi, sulle corriere e sui 12 mesi che sono a disposizione. In Cilò sarà una campagna informativa su come si comporta sulle corriere, con campagna a durare, ma poi anche un appello registrarsi al Sud Tirol Pass in modo che non si sia comprare il ticket sui mesi, ma prenotare digitalmente col Sud Tirol Pass. Andiamo in fatto una campagna e un questionario a qualche dice per far para e se prende per far para, di corrente questa chance della fase 2 inch per migliorare la mobilità, c'è fatto nuove forme di mobilità, o la mobilità della roda, la mobilità da GAP, la mobilità alternativa, avrà una precedenza di questa fase. Concludo brevemente, o introduco brevemente il tema del trasporto pubblico anche in lingua italiana, sottolineando quello che è stato detto prima anche dal Presidente. Anche il trasporto pubblico e soprattutto il movimento sarà decisivo nella prossima fase. Naturalmente quando si andrà a riaprire certe attività, quando ci sarà di nuovo più libertà di movimento, il trasporto pubblico sarà fondamentale, ma non il trasporto pubblico di per sé, ma soprattutto come lo utilizziamo, come ci comportiamo e come riusciamo a mantenere le regole, sia sugli autobus che sui treni e con gli altri mezzi. Quindi per noi è fondamentale ritornare all'offerta pre-corona con l'orario non scolastico, quindi dal 4 maggio in poi ritorneremo a potenziare l'offerta del trasporto pubblico locale, autobus, e dal 18 marzo invece il trasporto sui treni. Importantissimo anche in questo contesto mantenere le distanze, tenersi alle regole. Uscirà una campagna molto dettagliata su come ci si comporta meglio sui mezzi pubblici, proprio per evitare contagio, proprio per mantenere la sicurezza sui nostri mezzi pubblici. Questo è fondamentale in questa fase, proprio per evitare ulteriori contagi. Faccio un appello e facciamo tutti un appello, che è quello di registrarsi al Sud Tirol Pass, all'Alto Adige Pass, per poter accedere ai mezzi pubblici senza dover comprare il ticket direttamente sugli autobus. Partiremo con un questionario online e con un quesito disponibile a tutti. Chiediamo di partecipare proprio perché vogliamo utilizzare questo momento della fase 2, questo momento anche di stallo del movimento, per ricreare la mobilità del futuro, ricreare la mobilità del futuro dei prossimi mesi, ma utilizzare questo momento anche come chance per una mobilità più alternativa. E un esempio sarà sicuramente la bici, sarà la mobilità ciclistica, dove siamo già in contatto con i comuni proprio per studiare e definire al più presto le alternative al trasporto individuale con le macchine. Quindi una mobilità più sana, più ecologica e soprattutto una mobilità dove le distanze automaticamente sono mantenute, perché sulla bici chiaramente le distanze le teniamo. Ecco,
tutto qua. Questo è tutto. Come detto, dal 4 maggio in poi si ritornerà all'offerta che conosciamo, che è quella dell'orario normale. Tutte le informazioni sono sugli orari, sono attualizzati ogni giorno sul nostro sito, su tirolmobile.info. Grazie. Bene, direi che passiamo adesso al vicepresidente Giuliano Vettorato, che ovviamente prenderà posizione anche lui sul disegno di legge per la fase 2. Grazie Presidente, grazie Daniel. Cosa ci ha insegnato la fase 1? La fase 1 ci ha insegnato l'importanza di stare distanti dalle persone, di non toccarle, di non aver contatto, l'importanza di proteggersi con delle mascherine, quindi in protezione naso-bocca, con i guanti, lavarsi spesso le mani e soprattutto, ripeto, tenere le distanze dalle persone. La Giunta nella fase 1 ha attivato delle procedure di aiuto, di sostegno alle famiglie, alle aziende, ma queste misure purtroppo non bastano più, adesso è necessario ripartire. Sappiamo che questa emergenza non è finita assolutamente e purtroppo col virus SARS-CoV-2 dovremo convivere per un bel po'. E quindi convivere vuol dire anche vivere. Ecco perché è stato oggi presentato e varato dalla Giunta un disegno di legge provinciale che, per farvi capire l'approccio, si intitola «Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nella fase di ripresa dell'attività». Quindi ogni punto è basato sulla sicurezza. Ogni punto ha dei rimandi a un allegato con delle norme di sicurezza. Voglio citarvi solo il primo articolo che fa capire anche il perché stiamo facendo questo disegno di legge. Al fine di contemperare la tutela della libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sul territorio della provincia di Bolzano, con la presente legge si disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini e delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus. Io penso che questo punto sia molto chiaro e fa capire l'approccio che la Giunta ha su questo tipo di legge. Quindi non è sicuramente un libera tutti, non si parte con le libertà che purtroppo eravamo abituati, si parte in maniera graduale, ma per ritornare alla vita, diciamo, alla vita si spera normale, si spera, però chiaramente con delle misure molto, molto precise. È una prova di fiducia che la Giunta fa nei confronti della cittadinanza, ci deve essere collaborazione tra l'amministrazione e la cittadinanza, perché se tutti rispettiamo queste misure probabilmente ne usciremo molto prima del previsto. Io con questo concludo perché è già stato detto tutto anche dai miei colleghi, voglio solo ringraziare tutti i colleghi di Giunta per l'apporto che hanno dato a questa legge. E ripeto, è una prova di fiducia, cercate di non tradirla. Grazie. Beh, per quanto mi riguarda c'è da aggiungere poco a quello che hanno detto i colleghi, soprattutto il vicepresidente Giuliano Vettorato. Adesso, per quanto riguarda anche l'approccio che abbiamo avuto, posso proprio sottolineare quello che è stato detto, magari aggiungo soltanto qualche dato concreto per quanto riguarda poi questa seconda fase. La legge presumibilmente potrà entrare in vigore l'8 maggio, questo auspichiamo, dipende anche poi dai lavori in aula ovviamente, perché sarà il Consiglio a doverla varare e decidere. Se diciamo però viene approvata così come noi l'avevamo impostata, allora con l'entrata in vigore potrebbero iniziare le attività commerciali, anche tutte, cioè potrebbero aprire i negozi e anche tutte le attività produttive di tutti i settori, ovviamente sempre con l'osservanza di tutte le misure di sicurezza previste nel catalogo molto molto anche preciso e dettagliato che è allegato alla legge. E poi i servizi diciamo alla persona, come per esempio quelli dei parrucchieri, barbieri e quant'altro, estetisti, che potrebbero iniziare l'11 maggio, e anche l'attività gastronomica, cioè ristoranti e bar, quello di somministrazione di bevande e cibi, anche essa l'11 maggio, mentre stesso vale per attività culturali come l'apertura di musei e biblioteche e le attività turistiche, cioè quelle alberghiere, potrebbero
iniziare, anzi è previsto che possano riniziare il 25 maggio, cioè si possono riaprire gli alberghi. Va sottolineato qui forse che siamo stati la prima provincia in Italia a aver chiuso tutti questi settori, anzi l'unica fino ad oggi a aver chiuso completamente gli alberghi, siamo rimasti gli unici nel resto del paese e adesso riapriamo anche gli alberghi, rendendoci ovviamente conto che non è che con ciò inizierà subito il turismo, perché sappiamo che sarà molto limitata la richiesta perché sono ancora chiusi tutti i confini. Comunque si possono preparare anche gli imprenditori del settore turistico. Ecco, questo aggiungo l'altro aspetto importante della legge ancora, che è quello, diciamo, della conciliabilità proprio in questa fase molto molto complicata del lavoro e la famiglia. Ci rendiamo assolutamente conto che adesso che rimangono chiuse ovviamente le scuole e anche le strutture per la prima infanzia, anche le scuole dell'infanzia, e perciò con questo tantissime famiglie avranno grandi problemi adesso a potersi organizzare quando inizia l'attività lavorativa. Noi cercheremo di mettere a disposizione il possibile come mano pubblica, però non sarà facile. Questo noi oggi in giunta tutti assieme l'abbiamo individuato come la sfida ugualmente grande come quella di poter garantire la sicurezza, anche poter garantire poi la conciliabilità, e perciò questo richiederà uno sforzo di noi tutti, delle famiglie stesse, delle libere associazioni, delle organizzazioni di volontariato, ma anche ovviamente della mano pubblica, dei comuni, di comprensori e ovviamente della provincia, assieme ai nostri collaboratori. Cercheremo di fare il nostro meglio sapendo che sin da oggi che non riusciremo a soddisfare tutti i bisogni che ci saranno. Ecco, mi fermo qui, forse aggiungendo l'ultima cosa, perché sicuramente ci saranno domande anche su questo. Questa legge non rappresenta nessun tipo di strappo istituzionale o diciamo ricerca di conflitto, anzi siamo in continuo dialogo anche con i livelli centrali di governo, con singoli rappresentanti di governo, appena partecipato a un'altra riunione anche con i ministri Boccia, De Micheli e Speranza, però è un'espressione della nostra convinzione che adesso nella fase 2 bisogna soprattutto anche tornare alla normalità, anche nel senso rispetto delle prerogative che la nostra provincia autonoma ha, mentre la centralizzazione era in qualche modo legittima in una fase del tutto straordinaria e emergenziale, però adesso dobbiamo riprenderci anche le nostre prerogative e crediamo anche di poter gestire meglio questa situazione anche tenendo conto delle peculiarità del territorio. Lo facciamo per tanti aspetti anche facendo comunque riferimento alla normativa nazionale, questo va detto, per tantissimi aspetti rimane in vigore quella, perché anche noi non vorremmo regolare diversamente perché non ci sono ancora i presupposti, però lo facciamo anche diversificando nei settori dove noi crediamo che siamo già più in avanti, dove possiamo anche già adesso iniziare determinate attività. Ecco, questo è l'approccio. Adesso anche a livello statale c'è comunque un ripensamento, sappiamo che è già stato annunciato che dal 18 maggio in poi comunque le regioni potranno già loro tutte gestire un po' di più. Io credo che questa apertura non ci sarebbe stata se non ci fosse stata la nostra iniziativa, siamo stati un po' di apripista per questa cosa qua. Noi confermiamo la nostra linea e sappiamo già oggi che magari fra qualche settimana saremo di nuovo già tutti allineati, perché tutte le regioni anche in Italia avranno un po' la loro gestione autonoma. Damit kommen wir zu den Fragen. Es sind einige zusammengekommen. Wir haben maximal 20, 25 Minuten Zeit, also denke ich, dass wir auch alle beantworten können. La prima domanda la posso anche dare la risposta io e me lo permetto, perché una domanda è perché non alleghiamo il disegno di legge al comunicato stampa. Ed è una regola nostra dell'agenzia stampa di non dare il disegno di legge prima che siano mandati a tutti i membri del Consiglio, e perciò vengono mandati prima là e poi noi possiamo forse anche pubblicarlo sul nostro sito. Die Frage war, ob wir den Gesetzentwurf nicht auch unserer Presseaussendung anhängen als Landespresseagentur, und da
erlaube ich mir die Antwort zu geben, das können wir nicht, weil natürlich der Gesetzentwurf zuerst an die Mitglieder des Landtages gehen soll, an die Abgeordneten, und das ist die Spielregel, die wir einhalten wollen. Veniamo alle domande. Ci sono per esempio una domanda se con la legge in vigore gli altoatesini potranno muoversi liberamente in provincia di Bolzano ed anche in Trentino. Questa forse è la domanda più in più che lei, di quanto lei ha già risposto. E una seconda domanda, eine zweite Frage: sind Lockerungen angedacht für den Personenverkehr zwischen Nord- und Südtirol, zum Beispiel Verwandtschaftsbesuche ohne danach in die Quarantäne zu müssen? Bitte wie früher die Frage in Deutsch und Italienisch beantworten. Ja, zunächst, wie schon vorhin gesagt, es gilt jetzt im Prinzip dann mit in Kraft, nicht jetzt, das ist wichtig, mit in Kraft treten dieses Gesetz. Es wird dann wieder die Bewegungsfreiheit im Landesgebiet gelten. Es wird aber auch gleichzeitig diese Bewegungsfreiheit dann auch innerhalb der Region gelten, denn wir haben vereinbart, das könnten wir mit dem Landesgesetz nicht regeln, wir können ja nicht die Regeln für das Trentino machen, das ist klar, aber wir haben das vereinbart, Kollege Maurizio Fugatti, Landeshauptmann der Provinz Trient und ich, dass wir dann eben auch das vorsehen, dass man innerhalb der Region diese Bewegung hat. Nicht dann gegenüber den anderen Regionen, denn hier haben wir natürlich nicht Zuständigkeit, das können wir nicht regeln, und dort müssen wir dann warten, bis auch auf staatlicher Ebene eine erhöhte Bewegungsfreiheit zwischen den Regionen stattfindet. Man kann sich ja heute schon, das vielleicht noch zur Erklärung, auch in andere Regionen aus Arbeitsgründen bewegen, das geht heute schon, ja, aber nicht eben eine absolute allgemeine Bewegungsfreiheit. Zum Thema Nord- und Südtirol, auch hier, also Nordosttirol, hier die Bewegungsfreiheit. Natürlich ist das genauso Ziel wie in Trentino, das wäre ja noch schöner. Aber hier haben wir nicht die Möglichkeit, das im Gesetz zu regeln. Wir können das ja fürs Trentino auch nicht. Hier können wir es nicht einmal jetzt einfach nur zwischen Günter Platter und mir vereinbaren. Das muss auch auf zwischenstaatlicher Ebene vereinbart werden. Hier sind wir aber in Kontakt sowohl mit den italienischen Stellen als auch mit den österreichischen Stellen. Es ist im Prinzip auch von Österreich schon signalisiert worden, dass man sich durchaus hier ein Prinzip der Reziprozität vorstellen könne. Das ist ein jetzt guter Schritt, und wir hoffen, dass in wenigen Tagen auch hier dann auf eine Einigung zu kommen, damit wir das wünschenswerterweise wäre sogar gleichzeitig dann haben könnten als Resultat. Es geht zum Beispiel auch um den Korridor über das Bustertal für die Verbindung zwischen Nord- und Osttirol. Also auch hier, das ist aber eine Ebene, die wir natürlich nicht im Land Südtirol allein entscheiden können, weil es ja nicht allein in unseren Zuständigkeitsbereich fällt. Ecco, per quanto riguarda la libertà di movimento all'interno della provincia, ho già detto con l'entrata in vigore di questa legge, oggi si tratta di un disegno, è importante sottolinearlo, non è ancora legge, questo dipende dalla volontà del Consiglio provinciale, è solo una proposta, allora ci sarebbe la libertà di movimento con ovviamente le misure di protezione necessarie, e abbiamo già concordato anche il collega Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, e io, che vorremmo estendere anche questa libertà a livello regionale, cioè sarà anche la possibilità di muoversi in tutta la regione in questi modi. Per quanto riguarda invece, se è stata l'altra domanda, il Tirolo, e per avere poi una regolamentazione unitaria nell'interno dell'Euregio, ovviamente anche questo non lo possiamo regolare con questa legge, anche qui ci vogliono gli accordi, in questo caso non soltanto col Tirolo ma soprattutto tra gli Stati Austria e Italia, siamo in contatto con entrambe le autorità competenti e siamo anche fiduciosi di riuscire a trovare un accordo anche in tal senso che ci sia una maggiore libertà anche di circolazione all'interno dell'Euregio, ovviamente questo ha bisogno di un accordo tra Italia e l'Austria in tal senso. Una seconda domanda sempre in questa direzione: se nella legge c'è un passaggio che consente ai proprietari di seconde case di tornare ad utilizzare le proprie abitazioni, e se sì, a partire da quando? Ja, natürlich mit dieser Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit in Südtirol kann man sich natürlich auch dann in Südtirol zu seiner Zweitwohnung wieder hinbewegen, das ist klar. Es gilt immer dann das Prinzip Mundschutz, Abstand von anderen Personen, mit denen man nicht schon bisher gemeinsam zusammen gewohnt hat. Das gilt für alle Bewegungen, das muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, aber natürlich, man kann auch dann zur Zweitwohnung wieder gehen. Innerhalb des Landesgebiets. Ecco, questa libertà ovviamente di movimento all'interno della provincia e
collegata anche alla provincia di Trento per adesso, cioè con l'entrata in vigore della nuova legge, ovviamente comprende anche, ricomprende anche la seconda casa. Se io ho Bolzanino, ho una seconda casa a Nuova Ponente, ovviamente posso muovermi verso questa seconda casa. È ovvio che anche lì devo sempre rispettare tutte le misure di sicurezza, coprirmi naso e bocca quando incrocio, incontro in qualche modo altre persone, e soprattutto mantenere le distanze sociali se si tratta di persone che non già convivono con me nello stesso appartamento. Ein Journalist fragt, wie es ist, wenn die staatlichen Polizeikräfte, ob die sich trotzdem um die Einhaltung der nationalen Vorgaben kümmern würden, denn dann hätten ja die Südtiroler Maßnahmen keine Chance oder wären nur Formsache. Es ist so, dass die staatlichen Behörden hier in Südtirol natürlich die jeweils hier in Südtirol geltenden Rechtsbestimmungen, Rechtsnormen, ob das Gesetzesnormen sind oder Verordnungen, natürlich durchsetzen müssen. Das ist ihre Aufgabe. Die Ordnungskräfte überwachen die Einhaltung der Regeln und gegebenenfalls, also kontrollieren das und strafen dann gegebenenfalls. Und das gilt übrigens für eine Verordnung des Landeshauptmanns genauso und man kann sagen, umso mehr für ein Landesgesetz, das ist ja rechtlich auch noch eine hierarchisch höher gestellte Norm und das ist umzusetzen. Und das sogar unabhängig von der Frage, ob, das wird vielleicht der Hintergedanke bei der Frage sein, ob auf staatlicher Stelle oder irgendwo Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Landesnorm erhoben werden. Solange der Verfassungsgerichtshof eine Landesnorm nicht annulliert, gilt diese Landesnorm nicht nur für die Südtiroler und Südtiroler, sondern selbstverständlich auch für die Ordnungskräfte und auch die Pflicht, für deren Einhaltung zu sorgen, egal ob das staatliche Ordnungskräfte sind oder Gemeindeordnungskräfte. Wenn der Verfassungsgerichtshof dann feststellen würde, da hat Südtirol die Kompetenz überschritten, dann würden ab diesem Moment natürlich die Ordnungskräfte die Einhaltung dieses Gesetzes nicht mehr verlangen. Das ist das Prinzip und hier gibt es auch keinen Zweifel darüber, das ist auch rechtlich längst geklärt und da gibt es auch Rechtsprechung dazu. Ecco. Io credo che il fondamento della domanda fosse anche quello che qualcuno dice, ma se ci fosse qualche dubbio sulla legittimità costituzionale di questa legge, perché qualcuno ha discusso, no? Come si discute anche adesso sulla legittimità dei DPCM in questa seconda fase, anche se fosse così, ipotizzato ma non concesso, anche se fosse così, comunque una norma in vigore va fatta rispettare dalle forze dell'ordine, che esso siano statali o comunali, provinciali, quel che siano, perché ovviamente finché una Corte Costituzionale non si pronunci sulla norma in senso di dichiarazione della illegittimità costituzionale, fino a quel momento lì la norma è una norma valida in tutti i sensi e a tutti gli effetti. Su questo non ci possono essere dubbi e così quando, se sarà legge, quando sarà legge, di nuovo questa è la competenza del Consiglio, da quel momento andrà fatta osservare sicuramente anche delle forze dell'ordine. Wir haben noch eine Frage, die auch in die politische Richtung geht, bevor wir zu einigen eher Detailfragen kommen. Wer übernimmt die politische Verantwortung für Südtirols Phase 2? Nun ja, ich muss jetzt kurz darüber nachdenken, was der Inhalt dieser Frage ist. Die politische Verantwortung in Südtirol tragen alle politischen Entscheidungsträger immer vor Corona, während Corona und nach Corona, und zwar in ihrer jeweiligen Rolle. Das sind die politischen Entscheidungsträger auf Gemeindeebene, das sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderäte, Gemeindeausschussmitglieder, das sind die Mitglieder des Landtages, der Landesregierung. Je nach Zuständigkeit für das Gesetz übernimmt die Verantwortung natürlich der Landtag, der es verabschiedet. Für die Durchführung des Gesetzes natürlich dann die Exekutive, die Landesregierung und die entsprechenden Ordnungskräfte. Für die politische Verantwortung für den Gesetzesvorschlag übernehmen wir als Landesregierung. Wir haben heute uns gemeinsam auf diesen Vorschlag geeinigt. Das ist klar. Und so war es auch während dieser ganzen Phase. Das ist die Aufgabe von Politik und vor allem Autonomie bedeutet, Verantwortung übernehmen in jeder Phase. Das ist manchmal angenehmer, manchmal weniger, manchmal schwieriger, auch schwerer im Sinne von, man spürt die Last der Verantwortung, aber dem kann man sich nicht entziehen, wenn man sich für ein politisches Amt entscheidet. Sì, la domanda era,
chi si assume la responsabilità? La responsabilità politica, io ho dovuto pensarci un attimino prima di rispondere, cioè di chi è la responsabilità politica, ma è sempre così che la responsabilità politica per gli atti ce li ha il politico, quello che è chiamato, diciamo, per la sua funzione pubblica che ha, a prendere decisioni a livello comunale, come consigliere comunale o membro di giunta o sindaco, o a livello provinciale come consigliere, membro di giunta o presidente della provincia. E perciò ovviamente per il disegno di legge la responsabilità politica ce la assumiamo noi come giunta, l'abbiamo condiviso oggi e lo portiamo adesso in consiglio. Ovviamente nel momento di approvazione sarà il consiglio a assumersi questa responsabilità di approvare. L'esecutivo poi di nuovo ha la responsabilità di farlo eseguire. Io credo che questo non sia adesso una cosa diversa da quanto abbiamo vissuto in tutti questi mesi, anzi è la normalità, il politico si deve assumere la responsabilità di tutte le scelte che fa, lo fa nel modo che crede che sia il migliore per il bene dei cittadini e il territorio che rappresenta e per il quale ha assunto questa funzione, nella consapevolezza che nessuno è perfetto, ma ovviamente che bisogna impegnarsi al massimo di raggiungere i risultati migliori. Eine Frage ist wahrscheinlich an Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider gerichtet, nämlich werden trotz der Sicherheitsabstände alle Pendler Platz finden in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Natürlich nicht, falls, wenn die Zahlen wieder dahin kommen, von wo wir eigentlich gestartet sind. Wir haben in Südtirol zum Glück in den letzten Jahren ein hervorragendes System aufgebaut. Wir haben viele Pendler, wir haben viele Menschen, sei es Einheimische als auch Touristen, die die Dienste benutzt haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben eine Reduzierung der Fahrgastzahlen um bis zu 95-97%. Das heißt, auf jeden Fall rechnen wir mit weniger Personen. In unseren Szenarien, die wir jetzt aber gerechnet haben für die nächsten Monate, rechnen wir mit einer Kapazität von bis zu 50%, um eben die Abstände und die Sicherheitsvorkehrungen einhalten zu können. Und da können wir sicherlich im nächsten Monat gut das Angebot bereitstellen. Wie gesagt, wir fahren das Gesamtangebot wieder auf den normalen Fahrplan. Das heißt, da wird es sicherlich möglich sein. Wir haben auch vorgesehen, dass auf den Linien, wo trotzdem mehr Zulauf sein wird, dass wir da auch zusätzliche Busse einführen. Aber ansonsten sind die Zahlen noch in unseren Szenarien relativ, mit der Möglichkeit eben das zu potenzieren. Mit den Sicherheitsvorkehrungen, das heißt mit dem Meter Abstand und die auch auf dem Bus eingehalten werden können, wird es natürlich nicht mehr können wir die Kapazität nicht mehr anbieten, die wir bis jetzt angeboten haben. Das heißt, wir rechnen heute mit einer maximalen Kapazität von circa 50%. In italiano, per favore, anche. Con la decisione di riportare l'orario, diciamo, all'orario normale al quale siamo abituati. Contiamo di poter affrontare proprio questa prossima fase, soprattutto il prossimo mese, garantendo spazi adeguati. Naturalmente non sarà possibile dappertutto, dove abbiamo già definito un piano di intervento, dove ci saranno linee più affollate o dove la richiesta continua ad aumentare, sicuramente andremo a mettere degli autobus aggiuntivi, aumentare in sostanza la capacità. Abbiamo anche previsto di implementare bus anche a 18 metri, soprattutto in ambito urbano, sulle linee, proprio per garantire spazi più ampi. Però nelle simulazioni che abbiamo, almeno per le prossime settimane, siamo sicuramente coperti, tornando all'orario standard che siamo abituati. Ich habe noch mindestens drei Fragen, die ich unterbringen möchte. Danach schauen wir, ob wir noch Zeit haben, weiterzumachen. Eine Frage geht in Richtung Infektionszahlen. Sollten die wieder deutlich ansteigen, wird es dann erneut einen Lockdown geben? Ja, danke. Danke für diese Frage. Sehr wichtig, dass der Gesetzesentwurf sieht nämlich natürlich auch
einen eigenen Mechanismus der Überwachung der Situation, des Monitorings vor. Es ist eine Fachkommission vorgesehen, Artikel 2 des Gesetzesentwurfs, sehr ausführlich, eine Fachkommission, hochqualifiziert, bestehend aus mindestens 5 Mitgliedern, die eben auch entsprechende spezielle Qualifikationen im Bereich der Epidemiologie, der Gesundheits natürlich Fragen haben, damit diese Kommission dann auch ständig überwacht, die Basisdaten, die aufgrund der weitergeführten Tests und der generellen Erhebungen auch einlangen. Das betrifft dann sicher die Auslastung des Krankenhauses oder der Krankenhäuser, der Normalbetten, der Intensivbetten, die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zu den durchgeführten Tests, die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zu durchgeführten Personen und, und. Also all diese Daten werden laufend erhoben und noch zusätzlich jetzt die ergänzt in Zukunft durch die serologischen Tests, die dann auch durchgeführt werden sollen. Und diese Kommission hat die Aufgabe, das jederzeit zu überwachen und sofort Alarm zu schlagen, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass dann auch dem Landeshauptmann, also dem Unterfertigten, sofort Maßnahmen vorzuschlagen. Die können dann sehr lokal begrenzt sein, dass man irgendwo in einem Dorf, in einer Gemeinde, Fraktion eingreifen muss, weil da irgendetwas geschieht, weil es vielleicht einen Infektionsherd gibt oder auch größer, indem Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. Das sieht das Gesetz alles vor, selbstverständlich. Übrigens, ich darf sagen, ganz ähnlich das Modell, das auch auf staatlicher Ebene vorgeschlagen wird. Auch dort sollen dann die Daten übrigens auch weiter in den Regionen der Regierung übermittelt werden. Dort ist wiederum eine Kommission angesiedelt und diese schlägt jetzt nach dem neuen staatlichen Modell, das ist vielleicht auch ein Ergebnis dieser Diskussion, die wir in den letzten Tagen hatten, übrigens nicht dem Ministerpräsidenten, sondern auch dem Landeshauptmann vor, gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Also wir nähern uns da sehr an. Es wird wieder jetzt auch diese regionale Zuständigkeit viel stärker berücksichtigt, allerdings auf staatlicher Ebene erst etwas später. Wir beginnen jetzt schon damit. Sì, questa è una domanda sicuramente molto importante. Cosa succede se adesso con la prima fase di riapertura, o diciamo la seconda adesso, perché un po' di apertura le abbiamo già avute, poi c'è un'inversione di tendenza, aumentano di nuovo i contagi. Il disegno di legge prevede l'articolo 2, l'istituzione di una commissione apposita, ovviamente formata da tecnici esperti, almeno 5 membri, ci saranno tecnici qui della nostra struttura sanitaria, ma anche esperti esterni, professori universitari, che avranno il compito di monitorare la situazione in base ai dati e tutti i dati che saranno forniti, che riguarderanno le nuove infezioni, il rapporto tra nuove infezioni e test effettuati, o persone testate, anche i posti letto in terapia intensiva occupati, i posti letto nelle stazioni normali occupati con pazienti Covid. Tutti questi dati e i trend di questi dati daranno poi la possibilità a questa commissione di suonare l'allarme subito quando qualcosa non va nella direzione giusta e di indicare al Presidente della Provincia, così prevede il disegno di legge, le misure che loro considerano necessarie, che possono essere anche misure che prevedono poi il ritorno allo status quo ante, cioè ritirando determinate aperture, ovvero anche misure che hanno una limitazione locale. Se magari c'è un problema in una struttura, allora di intervenire in quella struttura o in quella frazione di un comune, in quel quartiere di una città. Questo ricalca tra l'altro lo schema che è stato condiviso col Ministro Speranza tra ieri e oggi in videoconferenze, e anche noi abbiamo pensato che questo fosse quello migliore. Addirittura si prevede che anche in futuro dovremmo anche comunicare questi dati a livello nazionale, sappiamo che comunque c'è la competenza statale sulla tutela della salute che noi mettiamo in discussione, e anche lì è prevista la Commissione che anch'essa, guarda caso, prevederà poi, se del caso, delle indicazioni a chi? Al Presidente della Provincia. Anche a livello statale è previsto così, così siamo già adesso su questo in linea, perché crediamo proprio che sia il metodo migliore.
Zwei Fragen haben uns am Nachmittag erreicht. Sie betreffen nicht direkt das Landesgesetz, sondern eher den Neustart Südtirol. Ich möchte sie trotzdem noch mitnehmen, weil sie beide an den Landeshauptmann gerichtet sind und würde vorschlagen, dass wir dann nur auf Deutsch antworten. Es ist eine deutschsprachige Frage, damit wir rechtzeitig abschließen können. Beide beziehen sich darauf, dass es lange dauert, bis die Beiträge ankommen. Einmal im Wirtschaftsbereich, laut Mitarbeitern des Wirtschaftsressorts ist die Auszahlung des Kapitalbeitrages an die Kleinbetriebe erfolgt nicht vor dem 15. Juni. Schon die Dauer, bis man die Entscheidung gefunden hat, sagt dieser Journalist, hat lange gedauert und das Ansuchen auch. Und entsprechend die Frage an den Landeshauptmann, ob er etwas tun kann, um die Auszahlung doch noch zu beschleunigen oder sofort zu ermöglichen. Das Gleiche im Sozialbereich. Die Sozial-Soforthilfe-Auszahlung soll auch erst Ende Mai laut diesem Journalisten anlaufen. Er macht zwar zunächst Komplimente an die Landesregierung, dass das Ansuchen sehr unbürokratisch ist und einfach. Dennoch die Frage, ob der Landeshauptmann das noch einmal beschleunigen kann, damit die Familien sofort Hilfe bekommen. Denn es sind anscheinend zehntausende Familien in Südtirol ohne Geld und Lebensmittel. Ja, ich denke, es ist uns allen bewusst in der Südtiroler Landesregierung, dass hier natürlich auch die Geschwindigkeit von Bedeutung ist. Das ist so bei den Wirtschaftshilfen für Unternehmen, aber natürlich auch bei jenen für Familien, für Unterstützung, sei es, ob es jetzt um günstige Kredite geht, Liquidität, oder ob es darum geht, dass man tatsächlich dann auch Geld zuweist, also konkrete Kapitalzuführung. Ich bin ein bisschen überrascht jetzt über die Frage der Kapitalzuweisung. Wir hatten uns andere Ziele gesetzt. Ich werde selbstverständlich gemeinsam mit den Kollegen der Sache auch nachgehen, auf den Grund gehen, wo die Gründe dafür liegen, dass es hier doch zu dieser verspäteten Auszahlung kommen soll. Was die Unterstützungsmaßnahmen im Sozialbereich anbelangt oder im Arbeitnehmerbereich und im Sozialbereich, da haben wir zum einen die Schwierigkeit tatsächlich, dass wir in Südtirol hier ja einen eigenen Weg beschreiten, der uns für die Zukunft jede Menge große Vorteile geben wird in unserer Sozialpolitik und der Unterstützung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, nämlich mit dem bilateralen Fonds, der dann jetzt wirklich auch für viele, viele Maßnahmen als Instrument dienen kann, wo wir auch dann Handlungsspielraum kriegen, den wir bisher nie hatten in diesen Bereichen. Und diese Krise hat uns jetzt das ermöglicht, das neu zu gestalten. Allerdings ist das eben das erste Mal und da dauert es noch leider etwas, bis wir das mit dem staatlichen IMS entsprechend koordiniert haben, dass die Auszahlungen aus den Mitteln unseres bilateralen Fonds dann entsprechend schnell erfolgen können. Das ist der Lohnausgleich und so weiter. Und hier haben wir diese Brückenfinanzierung über die Banken dafür auch auf den Weg gebracht. Und auch diese natürlich hat jetzt eine gewisse Anlaufzeit. Das müssen wir eingestehen. Wir wünschten uns alle, es ginge noch schneller, aber ich kann garantieren, es arbeiten alle Beteiligten wirklich emsig daran, weil allen bewusst ist, dass es hier wichtig ist, schnell zu arbeiten. Nochmal, ich werde jetzt das auch mitnehmen als Auftrag, ich glaube, das nehmen wir alle als Auftrag an, hier gemeinsam noch zu schauen, wo wir noch besser werden können, insbesondere auch bei der anderen Frage, wo Juni genannt worden ist, das, was mir jetzt schon doch eigentlich, das ich habe, höre ich jetzt das erste Mal, dass wir hier diese Verzögerung haben und da müsste ich genau schauen, um was es genau da geht. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen und wir versuchen natürlich, die Beschleunigung zu erzielen, die möglich sind. Damit sind wir am Ende dieser Landesmedienkonferenz, dieser Sonderkonferenz zum Vorschlag, der an den Landtag gegangen ist für ein Landesgesetz zum Ausstieg aus dem Covid-Bereich. Aber es wird sicher noch lange dauern. Jetzt wünschen wir mal ein verlängertes Wochenende. Ich danke den Teilnehmern. Ringrazio i partecipanti qua al podio. Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider, i vicepresidenti e presidente Arno Kompatscher, danke und danke Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie uns interessante Fragen gestellt haben. Wir wünschen, wie gesagt, ein wunderschönes, verlängertes Wochenende, wahrscheinlich zu Hause, aber auch möglicherweise draußen.